Freunde, wir müssen reden, und zwar über die skurrilen Ausmaße, die mittlerweile der lokale, regionale bis nationale Widerstand gegen die AfD in den unterschiedlichsten Farben und Dimensionen ausmacht. Denn es ist aberwitzig. Ich denke nur an den Bundesparteitag der AfD in Essen in der Krugerhalle, der nur unter Polizeischutz stattfinden konnte, wo Politiker, ordentlich gewählte Politiker in demokratischen Verfahren, bestimmte Politiker von einem linksextremen Mob gejagt wurden. Ja, und jetzt gibt es das im Kleinen. Wir beschäftigen uns mit einem ganz interessanten Fall. Es ist unglaublich. Nennen wir es den Toilettentrick, der in die Hose ging. Und zwar gab es eine Klatsche jetzt für die CDU, und zwar in einem beschaulichen kleinen Ort, den ihr vielleicht in der Nähe von Hamburg noch auf dem Radar habt, wer sich ein wenig mit Truckstop, das ist eine Band aus den 80ern, auseinandergesetzt hat. Da gab es einen Song, der hieß Der wilde, wilde Westen, der fängt gleich hinter Hamburg an, in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ja, und in diesem beschaulichen Ort Maschen, da spielte sich jetzt wieder ein politischer Showdown ab, wie im Wilden Westen der einst. 9000 Seelen hat diese kleine Gemeinde und auch eine Bürgermeisterin, 62 Jahre alt. Emily Wede heißt die Gute, ist bei der CDU, und sie wollte jetzt der AfD eine Veranstaltung im Dorfhaus untersagen. Nochmal, Showdown in einem 9000-Seelen-Ort in der Nähe von Hamburg, und eine CDU-Chefin hat sich eine Begründung ausdenken lassen. Und jetzt Obacht, ich lese das mal gerade vor. Weil es unter anderem eine Parallelveranstaltung vor dem Gebäude gibt, befürchtet Wede eine übermäßige Auslastung der nur begrenzt vorhandenen sanitären Anlagen. Das geht eben aus einem anwaltlichen Schreiben hervor. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich untersage eine AfD-Veranstaltung, weil zu befürchten steht, dass es einen Toilettenstau geben könnte. Aus dem Grunde sagen wir die Veranstaltung der AfD ab. Nun gab es, wie gesagt, ein Verfahren, und da hieß es dann ganz klar, ja, so einfach machen wir das nicht, dass wir hier dieses Unterlassungsangebot sozusagen der Chefin, der CDU-Chefin, ernst nehmen. Das heißt, es gab hier eine ganz klare Aussage, und jetzt darf die Veranstaltung doch realisiert werden. Und zwar die Begründung der Gemeinde: das Verbot mit Unzuverlässigkeit des örtlichen AfD-Vorsitzenden Robert Offermann gleichzeitig zu unterfüttern, der in Personalunion auch Pressesprecher der Hamburger AfD-Bürgerschaftsfraktion ist, das hat ebenfalls nicht hingehauen. Beides hat eben nicht verfangen. Politisch hat diese Provinzposse aber ja Brisanz. Zuletzt scheiterte Hennstedt-Utzburg in Schleswig-Holstein mit dem Versuch der AfD, einen Parteitag im Bürgerhaus zu verbieten. Und die Stadt Essen, wir haben eben drüber gesprochen, musste den AfD-Bundesparteitag in der Krugerhalle zulassen. Und für mich ist das jetzt Grund genug, mit euch mal darüber zu sprechen. Also jetzt nach diesem Aberwitz und dieser Schildbürgergeschichte in Maschen. Was bedeutet das eigentlich? Nun, wenn man als Journalist und als freier Journalist, der ich jetzt nun mal seit Jahrzehnten bin, hat man ein Gespür dafür, was ist eine Story, wo kommt das her, was ist die Motivlage. Das bedeutet, wenn jemand etwas äußert, wenn jemand etwas als Argument vorbringt, dann stellt sich immer die Frage, warum tut er das? Weil jedes Handeln, gerade von politischen Kräften, ist motivgelagert. Da braucht man nicht lange drüber zu diskutieren. Es gibt immer ein Motiv, warum jemand etwas tut. Warum untersagt man Veranstaltungen der AfD? Warum inszeniert die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft? Warum das Technische Hilfswerk? Warum gibt das Technische Hilfswerk jetzt einen mehrseitigen Leitfaden heraus, um Mitglieder zu diskreditieren, die in irgendeinem Sinnzusammenhang mit der AfD stehen? Nun, ein Blick auf die aktuelle Situation der Abstimmung in der legendären Sonntagsfrage gibt da Aufschluss. Und wir haben die aktuellen Zahlen von heute vorliegen, 23. November diesen Jahres.
Die aktuelle Umfrage besagt hier klipp und klar Folgendes. Wir haben in Deutschland aktuell 23% der Wahlberechtigten, die sagen, sie wollen und sie werden die CDU wählen. Das ist knapp ein Drittel. Die SPD kommt mit einem Verlust von 2% auf 14%, die Grünen auf 11% und das BSW auf 7% und die FDP würde es auf 5% schaffen. Die Linken wären draußen, sofern sie keine 3 Direktmandate über ihre Seniorentruppe einfahren. Jetzt fragt ihr euch, warum reden wir darüber? Na, ganz einfach. Die einzige Referenzgröße, die hier von Gewicht ist, sind 19% AfD. 19%, das ist, wenn wir an die 20 gehen, die hier im Schwankungsbereich liegen, jeder Fünfte. Tendenz steigend. Und das ist jetzt eine Auswertung einer bundesweiten Umfrage. Das heißt, wir reden nicht über die ohnehin schon 28-30% der AfD in den neuen Bundesländern oder im östlichen Teil Deutschlands, weil die neuen Bundesländer ja mittlerweile von Gesamtdeutschland auch schon ziemlich hergenommen wurden und nicht mehr ganz so neu sind. Gerade wenn man sich die Entscheidungen anguckt, die Abnutzungsspuren in Thüringen, wo ja seit heute eine Brombeer, die Blätter waren mal grün, aber die Brombeer-Koalition ist am Tragen. Wir haben da mittlerweile die CDU, die kuschelt mit allem, was sich am Markt noch frei verfügbar im stimmberechtigten Bereich bewegt. Da haben wir das BSW, nehmen wir mit. Da haben wir die SPD in Spurenelementen, nehmen wir mit. Hauptsache, so Mario Vogt an dieser Stelle, Hauptsache gegen die AfD. Und das ist in Maschen genau dasselbe gewesen. Wir verbieten eine Veranstaltung mit fadenscheinlichen Gründen, Hauptsache gegen die AfD. Das bedeutet, es geht gar nicht mehr darum, Inhalte zu transportieren. Es geht gar nicht mehr darum, produktiv sich für die Bundesbürger oder die regionalen Verbände einzusetzen. Nein, es geht nur noch darum, geschlossen eine Phalanx zu bilden gegen das immer stärker werdende Gefühl rechts der Mitte, dass wir unsere Werte stabilisieren müssen, dass wir auf Tradition setzen müssen, dass Sicherheit ein Thema ist und dass zum Beispiel auch die Absicherung eines gewissen Lebensstandards ein Thema ist. Und genau in diesem Bereich setzt man eben jetzt auf alle möglichen skurrilen Argumente bis hin zum Parteiverbotsverfahren, was initiiert wurde, weil man es mit sachlichen Argumenten nicht mehr schafft, den politischen Gegner oder Wettbewerber, in dem Fall die AfD, zu stellen und argumentativ in die Knie zu zwingen. Es ist erstaunlich und wir bleiben hier am Ball und für euch auch auf der Fährte. Das bedeutet, ihr solltet den Kanal abonnieren. Wenn ihr neu hier seid, checkt mal, ob ihr den Kanal schon abonniert habt. Ansonsten tut's, Glocke dazu. Und wenn wir täglich für euch auf Spurensuche gehen, dann erfahrt ihr es mit als Erste. Also in diesem Sinne, passt auf euch auf. Ciao for now, euer Chris.